Vorsicht, massive Betrugsmasche auf Telegram. Hier versuchen aktuell und schon seit längerer Zeit Betrüger, unser Vertrauensverhältnis hier auszunutzen und euch abzuzocken. Deswegen unbedingt jetzt aufpassen. Ich gebe jetzt einige wichtige Tipps dazu, wie man solchen Betrug erkennen kann und auch eine ganz deutliche Warnung. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und heute an diesem Morgen mal nichts Politisches, dafür aber nicht weniger wichtig, denn genauso wie bei höheren Steuern oder höheren Abgaben geht es jetzt mal wieder ums Geld. Und ich habe gerade wirklich eine schockierende Nachricht erhalten, und zwar eine echte Nachricht per Mail von einem Nutzer, der mir wahrscheinlich eben auch auf einigen Kanälen wie zum Beispiel YouTube folgt. Und ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal Warnungen dazu ausgesprochen, aber dass es sich wirklich um so hohe Summen handelt, ja, das hätte ich niemals gedacht. Schaut mal jetzt hier diesen anonymisierten Screenshot an, den ich jetzt mal hier für euch bereitgestellt habe. Da seht ihr eine Zahlung von 59.000 Euro, ja? Also hier hat jemand gerade sehr viel Geld verloren, weil er eben einem Betrüger auf den Leib gegangen ist, ja? Und wenn ich dieses Foto und den Namen und so sehe, dann werde ich richtig sauer, weil hier erstellt jemand quasi mit meinem Namen Profile, insbesondere auf Telegram, aber auch auf X ist das immer wieder schon vorgekommen, ja, und dann schreiben die euch irgendeinen Schrott, irgendeinen Scheiß, ja, und wollen dann einfach euer Geld abzocken. Und deswegen sage ich jetzt hier ganz, ganz, ganz deutlich, ich habe keine einzige Gruppe oder Seite irgendwo auf Telegram, wo ich beispielsweise solche Angebote oder so bewerbe. Deswegen, ich zeig's nochmal. Ich hatte da schon knapp vor einem Jahr hier mal bei Instagram was zu gemacht auch, ja. Aktien mit Kopf, hier irgendwelche Gruppen, irgendwelche Seiten, egal was es da ist, nichts davon stammt von mir, ja. Und das ist gar nicht so einfach zu erkennen, denn wenn man dann zum Beispiel so eine Gruppe oder so eine Seite bei Telegram findet, dann sieht man da auf einmal Videos von mir, die tatsächlich hier auf diesem YouTube-Kanal beispielsweise online sind. Weil diese Betrüger sind natürlich nicht dumm, leider, ja. Die erstellen so eine Gruppe und dann fangen die erstmal an, zum Beispiel meine echten Videolinks hier von YouTube zu nehmen, dort rein zu posten, sodass erstmal der Eindruck erstellt, ah ja, Kolja hat sich jetzt eine Telegram-Seite erstellt und dort postet er eben jetzt auch seine Videos und so, ne? Und auf einmal, siehe da, eine magische Kryptowährung, die euch reich macht, ja? Sendet mir doch einfach bitte euer Geld an diese Wallet-Adresse und dann zeige ich euch hier, schaut mal, mit Screenshot-Beweis, die ist natürlich alles fake, alles mit Photoshop erstellt. Mittlerweile nutzen die natürlich auch KI-Systeme dafür, um richtig ansprechende Seiten darzustellen von irgendwelchen echten Krypto-Seiten und so, sodass man dann sehen kann, oh, schau mal hier, aus deinen 5.000 Euro sind jetzt schon 7.000 Euro geworden. Das heißt, du hast jetzt schon 7.000 Euro Gewinn. Herzlichen Glückwunsch, ja. Am besten überweis jetzt noch ein bisschen mehr Geld, damit du noch mehr verdienst. Und da muss man als erstes schon mal sagen, Leute, ja, wenn ihr euch irgendwo ein Konto eröffnet, genauso wie zum Beispiel bei einer Bank oder so, dann würdet ihr doch auch nicht den Bankberater sagen, hier nimm mal einfach mein Geld, ja, und dann irgendwie ein paar Tage später schickst du mir vom Handy irgendwie einen Screenshot, also einfach ein Foto von meinem angeblichen Konto und ich sehe dann, wie viel Gewinn ich habe, sondern ihr wollt euch dann euren eigenen Login, also ihr wollt doch dann selber euch jederzeit auf euer Konto einloggen können, wollt sehen, zu welcher Bank gehört dieses Konto überhaupt? Ist da ein Impressum auf der Seite? Erreiche ich da jemand, wenn ich den kontaktiere und so weiter? Ja, all das sind natürlich wichtige Indizien und wichtige Sachen. Und dann willst du natürlich selber Zugriff auf dein Geld haben und es im Zweifel auch auszahlen. Und genau wenn das dann passiert, entstehen die ganzen Probleme und die versuchen euch mit Verzögerungstaktiken oder irgendwelchen anderen Dingen abzulenken, teilweise noch mehr Geld dann zu erschleichen, indem die dann zum Beispiel, ich habe diese Message nämlich gar nicht genau verstanden hier, was in diesem Screenshot genau gefordert wurde. Ich glaube, es geht darum zu sagen jetzt, ja, überweis mir jetzt hier die Gebühren dafür,
dann kann ich dir dein Geld zurückschenken. Also diese Leute schrecken wirklich vor nichts zurück. Denen ist es auch egal, ob ihr irgendwie, ob das euer ganzes Erspartes ist oder so. Und das ist es halt, was mich so richtig sauer macht. Ja, weil ich würde euch niemals irgendwie betrügen oder so. Nie, nie, niemals. Mir ist langfristig gesehen immer mein Ruf auch extrem wichtig, ja. Und dass Leute hier das ausnutzen, macht mich einfach richtig, richtig sauer. Und deswegen warne ich euch jetzt nochmal explizit hier ein bisschen größer auf diesem YouTube-Kanal, weil auf Instagram und auf den anderen Kanälen ist das scheinbar einfach, reicht es nicht aus. Aber auch jetzt muss man sagen, wird es immer noch nicht ausreichen, weil es werden nicht alle Leute dieses Video sehen. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, teilt das eben, ihr müsst nicht dieses Video teilen, aber teilt diese Tipps und diese Hinweise auch mit euren Freunden, ja, und mit euren Verwandten insbesondere, mit euren Eltern, die vielleicht meine Videos schauen und so, damit die eben auch darüber informiert sind, dass sie hier nicht den Leuten auf den Leim gehen. Und viele Leute sagen dann immer, ja, aber kannst du nicht diese Gruppen irgendwie melden bei Telegram? Glaubt doch nicht, dass ich das nicht schon lange getan habe. Aber Telegram reagiert ja nicht. Ja, die entfernen diese Gruppen nicht. Egal wie viele Leute da irgendwie auch sagen, dass das eine Fake-Gruppe ist, da passiert einfach gar nichts. Selbst mit einem Anwaltsschreiben, ja, ist da nichts passiert damals. Deswegen, ihr müsst einfach die Verantwortung hier übernehmen und müsst ganz, ganz, ganz kritisch dabei sein. Und schaut mal auch hier beispielsweise, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf meinen offiziellen Instagram-Account gehe, der hier, Aktie mit Kopf. Da seht ihr, ganz offiziell ist dieser blaue Haken neben diesem Account. Ja, der ist auch nicht irgendwie in Photoshop irgendwie so halb unscharf auf dieses Bild irgendwie aufgedruckt. Ja, weil diese Betrüger können natürlich nicht sich den echten blauen Haken hier holen, weil sie dazu natürlich ihren Ausweis hochladen müssten. Ja, und ihre Daten. Und das ist eben auch genau der Unterschied zwischen einem beispielsweise seriösen Angebot auch. Wenn ihr zum Beispiel, bevor ihr irgendwo mal Geld hinsendet, bei einer Bank beispielsweise, ne, was brauchen die natürlich vorab? Die brauchen ja auch eine Legitimation. Seid ihr überhaupt die echte Person, die hier jetzt gerade Geld sendet? Ne? Ich meine, ihr braucht nicht im ganzen Internet, wenn ihr irgendwo was kauft, automatisch hier euer Pass oder so hochladen oder euer Personalausweis, ja. Aber natürlich, wenn es um Konten geht und Kryptowährung und so, ne, da ist es halt extrem, sogar bei Binance, bei der Kryptohandelsplattform bin ich übrigens selber auch, ja, auch dort werden mittlerweile solche KYCs, also halt eben diese Know Your Customer Abfragen und so weiter gestellt, wo man eben dann zum Beispiel auch manchmal eben seinen Ausweis dort hochladen muss. Und das ist halt eben extrem wichtig in so einem Fall, wie man sieht, ja, weil man eben sonst keine Gewissheit hat. Wer ist da überhaupt hinter, ne? Und was passiert mit dem Geld? Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass ihr an dieser Stelle aufpasst. Ja? Ich kann hier nur die Warnung machen und sagen, bleibt kritisch, versucht nachzudenken in diesem Fall und im Zweifel überweist nicht irgendwelchen Leuten das Geld einfach in Telegram. Ich finde es gut, dass ihr wenigstens, also dieser Nutzer hier wenigstens mir danach diese Mail noch geschickt hat, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es halt einfach für diese Person jetzt einfach sehr, sehr, sehr unschön ist. Ja? Und ich habe jetzt direkt gerade mal wieder meinen Anwalt hier angeschrieben deswegen und werde jetzt demnächst, wenn er zusagt, ein Video machen mit ihm zusammen, wie man in so einem Fall vielleicht sein Geld irgendwie zurückverfolgen kann, beziehungsweise es zurückbekommt, beziehungsweise Anzeige erstattet gegen diese Leute, weil, auch wenn die natürlich sehr clever sind, sind sie nicht hundertprozentig clever und gute Anwälte kommen denen auch auf die Schliche. Insbesondere, wenn zum Beispiel ihr noch Screenshots habt. Natürlich ist es am allerbesten, ihr habt irgendwelche Namen, Mailadressen oder irgendwie sowas, ja. In meisten Fällen wird das nicht der Fall sein, aber auch wenn ihr zum Beispiel geschädigt seid und ihr habt noch Wallet-Adressen, irgendwas und so, überall von Fotos machen, alles abspeichern, das ist schon mal ganz wichtig, denn ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch Möglichkeiten gibt, wie man hier sein Geld zurückbekommen kann. Aber viel wichtiger ist es natürlich, dass man gar nicht erst sein Geld hier an diese Betrüger verliert. Deswegen unbedingt aufpassen. Ich glaube, Alex, mein Kollege von Vermietertagebuch, hat dazu, glaube ich, auch schon mal ein Video gemacht.
Bei denen ist es natürlich genau das Gleiche. Ja, egal welche Person ihr irgendwie habt, die öffentlich bei YouTube ist oder so, da werden die immer irgendwelche Leute kopieren, ja, und werden Fake-Gruppen erstellen, Fake-Seiten und dann versuchen halt irgendwie euch abzuzocken, ja. So in dieser Scheißwelt sind wir halt mittlerweile angekommen. Und wenn ich jetzt mir anschaue, zum Beispiel auch mein offizieller X-Account, auch, ne, blauer Haken direkt neben dem Account. Und hier unten in diesem Handle steht mit Aktien. Das ist der offizielle Account hier von mir. Und dann werdet ihr auch dort so Leute sehen, die dann mein Foto nehmen, mein Profilbild und so. Was die dann auch machen, ist, dass sie als allererstes mich erstmal, also meinen offiziellen Account blocken. Ja, also die erstellen einen neuen Account, blocken dann den Hauptaccount, also den echten Account, so dass ich die quasi gar nicht finden kann erst, ne? Und dann steht da aber nicht mit Aktien, sondern da steht da zum Beispiel mit Aktien, mit zwei I, ja. Oder ein T wird weggelassen oder so, weil natürlich der Account schon vergeben ist. Und das sind dann nicht irgendwelche Kleinigkeiten. Genau das sind da die ersten Sachen, wo man kritisch werden muss. Also bleibt bitte auf jeden Fall hier maximal kritisch. Tauscht euch untereinander aus. Und wenn ihr auf Telegram seid, meldet diese Gruppen vielleicht, wenn mehr Leute das melden, vielleicht geht's dann, wird dann irgendwann Telegram reagieren oder so. Ich weiß nicht, ich glaube es ehrlicherweise nicht. Ich glaube, man kann halt hier nicht darauf hoffen. Man muss hier auf sich selbst und seinem eigenen Urteilsvermögen einfach vertrauen. Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, bitte bleibt vorsichtig und ich hoffe, dass die meisten von euch niemals hier irgendwie auf so einen Betrug reingefallen sind und selbst auf jeden Fall hier kritisch genug sind, um denen einfach zu widerstehen. Ja, ich bin einfach sowas von sauer,